Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich bin immer noch beim technischen Hilfswerk in Stadthagen. Das liegt in Niedersachsen. Und wir gucken uns jetzt hier mal. Na, ich will es noch nicht verraten. Ich mach das mal kurz und hol mal kurz den Helfer Bengt dazu. Gut, hallo. Ich bin der Bengt. Genau. Hi. Helfer aus dem Ortsverein Stadthagen, bin Kraftfahrer in der Fachgruppe Räumen. Und hier ist mein Auto, was ich öfter mal durch die Gegend bewege. Also, Mordsgeschoss. Dürfen wir gleich mal ein bisschen noch mal runterfahren, mal gucken, ein bisschen. Klar, natürlich. Das kriegen wir hin. Ich kenne das auch ein bisschen vom Minibagger fahren, das macht ja auch schon Bock, aber das ist natürlich richtig cool. Ja. War damit schon im Einsatz? Ja, schon öfter. Dieses Jahr schon alleine 12 Mal. Boah, da soll man einer sagen, THW hat keine Einsätze. Viele Strohbrände oder auch, wir hatten letztens auch einen Kampfmittelfund, da haben wir Erde bewegt und Erde ausgekoffert und dann abfahren lassen. War eine schöne Geschichte. Aber, wer weiß, da haben wir ein bisschen auch Sorge, wenn es ein bisschen schwer geht, was man da gerade hochbaggert, glaube ich. Genau. Ne? Aber okay, dann würde ich sagen, dann fangen wir erstmal vorne an. Genau. Mal an. Gucken wir uns mal an. Gemeinsam dieses schicke Fahrzeug. Wie heißt das Fahrzeug? Das ist ein LKW-Kipper mit 8 Tonnen Nutzlast. Also 8 Tonnen können wir transportieren, sei es Gerät, Schüttgut oder ähnliches. Okay, und das Schätzchen gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Los geht's. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, wir haben hier einen Mercedes Actros, 1836, also 18 Tonnen Gesamtgewicht und eine Leistung von 360 PS. Und ja, ist ein ganz normaler LKW, der maximal 90 fahren kann und ein bisschen umgebaut auf THW-spezifische Dinge wie Funkgeräte, Navi. Und hier hinten haben wir dann noch Sitzplätze oder auch die Möglichkeit mal zu schlafen, ja. Weil das so eine kleine Pritsche ist, wo man sich dann gerne mal ausruhen kann, ja. Wenn der Einsatz mal wieder länger dauert oder man längere Strecken fahren muss, dass sich die Fahrer dann mal abwechseln können. Und ich sehe, ihr habt auch den kleinen, wie heißt das Männchen dabei? Stofftierchen? Das Stofftierchen ist so ein kleines Maskottchen. Die haben wir mal bekommen, wenn wir irgendwo im Einsatz sind und da zum Beispiel Kinder von betroffen sind, dass wir so ein kleines Stofftier dann auch an die Kinder mal weitergeben können, damit die dann etwas aufgemuntert werden, falls es mal zu blöden oder unschönen Situationen kommt. Hier sehen wir einmal unseren Hydraulikhammer, den wir an unseren Mobilbagger anbauen können, um damit Mauerdurchbrüche oder Fundamente wegzustemmen, um dann halt später Leuten helfen zu können, wenn wir da irgendwo ran müssen, wenn die verschüttet sind oder ähnliches. Hier ist unser Tiefenlöffel, 60 cm breit und hat ein Fassungsvolumen von 0,5 Kubikmetern. Den nutzen wir, um Gräben auszuheben, wo zum Beispiel die Fachgruppe Infrastruktur Leitung verlegen kann, sei es Wasserleitung, Abwasserleitung etc. Kann aber auch genutzt werden, um Schutt oder ganz normal Erde zu verladen, die man dann mit unserem Kipper hier transportieren kann. Hier sehen wir unseren Betonknacker bzw. Betonschere. Die hat eine Brechkraft von 45 Tonnen. Wow. Kann bis zum bedingten Maße auch Moniereisen durchschneiden. Dafür haben wir so eine kleine Schneide. Mhm. Hat ein knappes Gewicht von einer Tonne. Und damit können wir halt gezielt Betonteile zerkleinern, zertrümmern, um halt an irgendwelche abgelegenen Dinge zu kommen, wo wir halt hin müssen, um irgendwelche Glutnester oder ähnliches zu entfernen. Oder halt Einstürze, wenn wir da irgendwie Gebäudeteile haben, die weggeschnitten werden müssen. Wir haben das immer Dino-Aufsatz genannt, ne? Ja, also ist kräftig wie Dino. Genau, also und sieht auch so aus von der Seite dann. Genau. Fehlen noch ein paar Augen auflackiert. Okay, ja. Super. Was haben wir denn hier in dem Container drin? Ja, in dem Container, da finden wir die fachgruppenspezifische Ausstattung, sei es über Beleuchtung, Verkehrsabsicherungsmaterial, Werkzeugausstattung, Ersatzteile für unseren Bagger, eine kleine Werkstatt, okay. Um kleine Reparaturen durchzuführen. Wahnsinn. Dass du alles schön verlastet, damit wir auch alles dabei haben. Das heißt, das Ding setzt ihr dann ab, oder? Das setzen wir dann im Einsatz vorab, wenn der Kipper benötigt wird. Ansonsten bleibt der Container auf dem Kipper stehen. Hier sehen wir unseren Grabenräumlöffel. 2 Meter breit, hat ein Fassungsvolumen von 0,5 Kubikmetern. Den nutzen wir, um Erdarbeiten durchzuführen, um eventuelle Straßen anzulegen oder Gräben abzuböschen. Das heißt, dass wir dann sie abschrägen, damit sie nicht einbrechen, um sie halt zu sichern.
ja, ganz normale Verladertätigkeiten können wir damit auch durchführen. Bengt, sag mal, müsst ihr denn jetzt irgendwie spezielle Lehrgänge machen? Weil du hast ihm was gesagt mit Statik, hört sich ein bisschen abschrägen und so. Muss man da eine spezielle Ausbildung machen? Genau, also wenn man dieses Räumgerät fahren möchte, muss man einen 2-wöchigen Lehrgang in der Ausbildungszentrum in Hoya absolvieren. Alter Schwede. Okay. Da wird dann einmal dieser Bagger gelehrt und da gibt es auch noch einen Radlader beim THW. 14-Tonnen-Klasse ungefähr von Caterpillar. Genau. Gibt es da so Statik da auch so drin, dass man weiß, wie man baggern muss, dass nichts einstürzt oder keine Ahnung? Genau, also da steht auch drin, dass man Gräben, sage ich mal, bis zu einer Tiefe von 1,25 Meter ab da abwischen muss, beziehungsweise mit Verbau sichern muss. Ah, okay. Genau. Ach so, was macht ihr da auch alles? Genau, krass. Also muss ja auch Standsicherheit für das Gerät gewährleistet sein. Welche Abstände muss ich zu irgendwelchen Gräben, Böschungen oder sowas einhalten, damit das Gerät nicht umgeht. Als du das eben sagtest, weil die Geräte finde ich ja so schon cool, aber als du eben so sagtest hier und dann hast du auf einmal so ein paar Anwendungsbeispiele gebracht, wo ich sage, ja, das musst du ja auch alles wissen. Das ist ja nicht nur das Fahren. Genau. Du musst dir auch Gedanken machen, was ich jetzt gleich baggere. Ne? Das kannst du nicht einfach losbaggern und stürzt das ja mit ein oder keine Ahnung. Genau, das wäre ja nicht zielführend dann. Ne? So kann man es auch formulieren. Ja, das ist richtig. Okay, ja, dann würde ich sagen, dann tausche ich dich jetzt mal aus gegen den Lars, okay? Ja. Lars, grüß dich. Grüß dich. Du bist sozusagen jetzt uns den Bagger mal erklärt. Genau, das Bergungsräumgerät. Bergungsräumgerät, okay. Gibt es da eine Fachbezeichnung? Ist das ein BR? BRMG. Bergungsräumgerät. Okay, dann schauen wir uns mal das Bergungsräumgerät an. Wunderbar. Hier haben wir einen Teil für unsere Ladungssicherung, ein Aufbrecheisen, was man so an Kleinmaterial braucht. Dann haben wir hier noch diverse Anhängerkupplungen, dass man mit dem Bagger oder mit dem Räumgerät auch mal einen Anhänger ziehen könnte, 750 Kilo etc. Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Ich sehe gerade, ihr habt so eine AGT-Maske. Ja, das ist richtig. Wir haben jeder Räumgerätefahrer muss einen Atemschutzlehrgang haben, weil wir auch mal dahin fahren, wo es nicht so schöne Luft gibt. Okay, und dann macht ihr mit dem Filtergerät quasi, oder? Wir haben einmal für Filter und einmal Überdruckmaske. Lars, wir beide verstehen uns ja ganz gut, ne? Oder? Sieht so aus, würde ich sagen. Also ich will ja sagen, es ist ja so ein bisschen hoch für den alten Mann. Können wir das Ding mal runterfahren? Ja klar, können wir den auch mal runterfahren. Super, dann gucken wir uns das mal an. Ich muss mir erstmal sammeln. Also das Gerät ist hammergeil. Was ich aber richtig, richtig geil fand, und das war jetzt beim ersten Versuch nicht einstudiert, gar nichts, dieser Ablauf von euch ist ja so geil. Und das ist, was ich meine, man merkt schon, da ist eine hammerharte, geile, entschuldige, dass ich das mal sage, aber es ist eine perfekte Ausbildung. Das lief so Hand in Hand, das fand ich so vorbildlich. Ihr könnt jetzt schon mal Gefällt mir drücken. Ich fand das so, also ich bin echt, habe echt Gänsehaut, weil ich den Arbeitsablauf von euch so geil und professionell fand. Unglaublich, fehlen mir echt die Worte. Mega Hammer. Also echt, die Haare stehen immer noch, die drei, die ich habe. Nein, aber echt mega. Also ganz echt, was hier Ausbildung, Kameradschaft oder. Ihr seid auch, sagt ihr Kameradschaft oder so? Ja, Kameradschaft. Helferschaft? Nee, Kameradschaft. Kameradschaft. Was hier an Kameradschaft zu spüren ist und der Ablauf. Ging so, bap, bap, er macht hinten immer vorne, klick, klack, kluck und ist frei, 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 kannst fahren und so. Also mega, Hammer. So soll es sein. Cool, aber jetzt gucken wir uns mal das Gefährt von innen an, oder? Das ist richtig. Okay. Ja, hier haben wir unseren Sortiergreifer, sagen wir dazu.
Dieser ist bei uns hier im Ortsverband eigentlich so das Anbaugerät Nummer 1, da wir hier die Feuerwehr mit unterstützen bei Brandeinsätzen. Und wenn ein Dachstuhl freigelegt werden muss, dann können wir das damit machen. Wir können Strohballen auseinanderziehen beim Brand. Es ist quasi ein All-in-One, könnte man so sagen. Schön. Und jetzt von der Bedienung von innen drin. Du hattest am Anfang die Motorenklappe aufgemacht. Was war das? Das ist richtig. Das ist der sogenannte Knochen. Damit wird die Elektrik komplett totgelegt, damit durch Kriegsströme die Batterie nicht leer gesaugt wird. Ah, okay. Das heißt, du hast einmal zugeschaltet, dass ihr erstmal betrieben könnt. Okay. Und wollen wir mal in die Fahrerkabine reingucken? Können wir machen. Wie ist denn eigentlich das Gefühl, wenn man da oben runterfährt vom Ja, ich sag mal so, die ersten Male hat man so ein bisschen, den Drömmel in der Hose, weil man es nicht gewohnt ist, so im Otto-Normalleben und man gewöhnt sich dran. Aber hätte ich mal gehört, da geht so ganz schön runter vorne und so, das ist, glaube ich, ja. Ein bisschen Überwindung, ne? Ja, ist alles in Ordnung. Okay, das heißt, du klappst dir sozusagen das Lenkrad zurück? Das ist richtig, also man hat hier einen Verstellhebel für den Sitz, je nachdem, wie man sitzen möchte, dann kann man sich hier stufenlos das Lenkrad einstellen und dann hat man hier die üblichen Pedale. Hier haben wir die Steuerung hinten fürs Planierschild, dieses hier. Mhm. Damit kann man hoch und runter das Planierschild bewegen. Der hier ist für den Hauptarm, um den zu bewegen. Okay. Wenn du rechts links machst, dreht sich die Kanzel quasi. Das, ne? Ist genau. Ich habe jetzt aber noch die Drehkanzsperre drin, weil beim Transport muss die drin sein, nicht dass der Oberwagen sich dann quasi bewegen kann. Und der linke? So, für hier haben wir quasi den Löffelstiel. Der hier, quasi rauf und zu, können wir über diesen Wippe steuern. Was war jetzt mit dem anderen links, rechts? Der macht den Löffel an sich selbst. Ach so. Mit dem Knopf hier können wir den Sortiergreifer, der hat einen Rotator dran, können wir den 360 Grad permanent im Kreis drehen lassen, so dass man sich an das Objekt quasi anarbeiten kann oder anpassen kann, so wie es dann sein soll. Wir haben dann noch den mittleren Arm, das ist der Verstellausleger, den können wir über dieses Fußpedal quasi steuern. Okay. Entweder so oder raus. Okay. Aber cool, macht glaube ich Bock, ne, oder? Ja, wir haben ja auch die Option, dass wir mit dem Bagger kranen können. Wir haben hier spezielle Programme, die wir hier über unser Tableau einstellen können. Würden wir den Sortiergreifer jetzt abbauen und einen Lasthaken dran machen, dann könnten wir sogar mit dem Bagger kran Arbeiten ausführen. Okay, und auch von unten stehend oder musst du doch... Nein, du musst hier oben in der Fahrerkabine musst du definitiv sitzen. Okay. Also dass man den Drehkranz hier auch unendlich drehen kann, finde ich auch cool. Geht natürlich nur, weil die ganzen Verbindungen, die ganzen Druckleitungen natürlich nicht unten dran sind. Sonst müsste man irgendwann wieder sich ausdrehen. Das finde ich natürlich ein mega raffiniertes Patent. Total spannend. Ich bin auch total baff, wie gesagt, wie hier die Abläufe sind und wie schnell man das Gerät zum Einsatz bringt. Ne? Also die kommen zwar nicht unbedingt als erstes zur Einsatzstelle, aber wenn sie da sind, geht das dann doch manchmal ganz schön schnell. Das fand ich mega beeindruckend. Und das Gerät ist natürlich echt... Wenn man neben steht, das sah ihm erst von auf dem Verladen gar nicht so schlimm aus. Aber wenn er jetzt hier auf dem Boden steht, wäre das schon ein ganz schön Riesenklopper. Also, mega cool. Echt. Mega Fahrzeugkonzept auch, muss ich tatsächlich sagen. Ich finde auch, was ihr dabei habt. Ich weiß nicht, ob das überall so Standard ist. Oder ist bei den Baggern, je nach Fachco, also je nach Ortsverband, wie die es handhaben. Also so wie er jetzt hier steht, ist unsere Standardbeladung. Und damit können wir eigentlich, ich sag mal, 95% der Fälle alles abdecken. Genau. Ich würde gerne, es wäre mir eine Ehre, wenn ich hier mal bei euch was kennzeichnen dürfte mit meinem Feuerwehr-TÜV-Siegel. Dann würde ich sagen, kleben wir doch jetzt mal kurz rein. Wo wollen wir es denn hinpacken hier? Könntest du in eine Fahrertür kleben? Oder? Ja, kleben wir eine Fahrertür, das ist eine gute Idee. Lass uns rumgehen. Das ist aber so ein schöner Platz.
Klasse. Also, ganz lieben Dank, wenn ihr Fragen habt. Ich habe gesehen, ihr habt noch Hofladen, dann gucken wir uns gleich nochmal im Abspann nochmal an. Genau. Aber wie gesagt, erstmal ganz lieben Dank für die tolle Fahrzeugvorstellung. Mega, totale Begeisterung, auch ein bisschen echt geplättet. Total cool, ganz lieben Dank. Wie gesagt, gefällt mir da lassen. Einmal, wenn ihr Fragen habt, kommentieren. Und ich denke mal, der Ortsverband Stadthagen wird euch garantiert Antworten geben. Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Hier gibt es noch mehr Fahrzeuge. Also, bis später, euer Feuerwehr. Es ist ein Wahnsinn, was ihr hier alles für coole Geräte habt. Also THW ist schon, jawohl. Das gibt's doch gar nicht. Du bist ein geiler Kameramann, nicht? Ich weiß. Also ich glaube, wenn ich du wäre, ich glaube, dann wäre ich lieber ich. Hä? Genau. Ja, mach da wieder an.